Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute reden wir mal über ein etwas optionsnahes Thema, aber nicht genau zum Thema Optionen. Heute geht es über Berkshire Hathaway und die Hauptversammlung. Hat auch ein bisschen was mit Optionen zu tun. Jetzt im Video. Also das Thema ist folgendes, bei uns in der Facebook-Gruppe Die Optionshändler, ne? Also ihr geht auf Facebook, sucht die Gruppe Die Optionshändler, kommt rein und diskutiert dann mit ein paar tausend Leuten über das Thema Optionen und Börse natürlich allgemein, aber wir beziehen uns schon meistens auf das Thema Optionen. Und hat vor ein paar Tagen jemand die Frage gestellt, er will also zum allerersten Mal nach Omaha fahren in diesem Jahr, zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway und ob man sich da treffen kann und so weiter. Und dann kommt so in dieser Diskussion, Mensch, was kostet denn das überhaupt, was muss man denn da machen und so weiter. Und deswegen einfach mal von mir ein paar Tipps und Kniffe für die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Also, ich selbst werde auch wieder dieses Jahr hinfahren. Wir machen dieses Jahr eine wirklich, wirklich mega geile Tour. Ich muss dieses Wort so benutzen, weil wir fliegen am 1. Mai schon los, fliegen nach New York, fliegen von New York aus weiter nach Chicago, bleiben dann in Chicago, besuchen in Chicago die Börse. Danach geht es weiter nach Omaha zur Hauptversammlung und rückzufliegen fliegen wir wieder nach New York, gehen in New York an die Börse direkt rein, richtig aufs Parkett, schauen uns die Eröffnung an, sprechen mit Händlern auf dem Parkett und fliegen dann wieder zurück. Also eine super, super Reise, wird mega anstrengend, das ist ein bisschen wie die ganzen Chinesen, die hier nach Europa kommen und die ganzen Japaner, 30 Städte in 7 Tagen, also so ähnlich wird es bei uns auch, aber wird ein tolles Programm. Und was müsst ihr jetzt auch beachten, wenn ihr nach Omaha fliegen wollt? Also, Die Berkshire Hathaway Hauptversammlung ist am 5. Mai 2018 in diesem Jahr. Ihr müsst oder ihr solltet nach Omaha fliegen. Okay, jetzt hat Warren Buffett selbst in seinem aktuellen Aktionärsbrief in diesem Jahr geschrieben, fliegt nicht nach Omaha, sondern fliegt in eine der umliegenden Städte, vielleicht 1-2 Kilometer entfernt, nehmt euch da ein Auto und fahrt nach Omaha. Weil das spart euch ein paar hundert Dollar. Weil die Fluggesellschaften sind ja alle nicht blöd, ne? Die wissen ja alle, wenn du nach Omaha fliegst an diesem Wochenende, was willst du da? Ne? Omaha ist jetzt nicht unbedingt so der touristische Hotspot, sondern du willst zu dieser Hauptversammlung, also sagen die, okay, Preise hoch. Ne? Deswegen kostet das ein bisschen mehr. Ansonsten ein Flug nach Omaha, du kannst von Deutschland aus Omaha nicht direkt anfliegen, du musst immer irgendwo rüberfliegen, also New York, Chicago, was auch immer. Ich bin letztes Jahr über Chicago geflogen, dieses Jahr über New York. Naja, was wird ein Flug kosten? Keine Ahnung, je nachdem, wie du ihn buchst, was du buchst, ob du nun Holzklasse fliegst, Business, Luxus, Private Jet, keine Ahnung. Zwischen ein paar hundert Dollar, sagen wir vielleicht ein Tausender maximal. Ne? Also ich schätze nicht, dass du viel mehr bezahlen wirst. Klar, je näher jetzt die Zeit kommt, umso teurer wird es wahrscheinlich werden. So, dann brauchst du natürlich ein Hotel. In Omaha wird jetzt auch nicht so die Welt kosten. Guckt da ein bisschen, Omaha ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Nichtsdestotrotz kannst du es nicht erlaufen. Also je nachdem, wo du dann bist. Aber auch da mein Tipp, such dir lieber ein Hotel, was ein bisschen weiter weg ist, was ein bisschen günstiger ist, als jetzt mitten im Zentrum, also gegenüber von diesem CenturyLink Center, wo die Hauptversammlung ist. Ist natürlich ein super Hotel, aber das ist auch das teuerste dann, ne? Ganz klar, weil du musst halt nur über die Straße gehen. Wenn du ein bisschen weiter weg gehst, dann nimm dir halt einfach ein Taxi, so ein Upper oder ein Lyft, hol dir die App halt hier einfach und dann fahr mit denen hin, weil das kostet wirklich nichts. Ne? Da bist du mit 10 Dollar dabei und dann nimm dir lieber ein billigeres Hotel. So, was solltest du vor Ort machen? Also, ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, aus meiner noch nicht mal so großen Erfahrung. Ich war ja auch erst einmal da, aber ich kenne natürlich auch viele Leute, die schon viele, viele Jahre waren. Was ich gemacht habe, ich bin einfach ins Taxi gestiegen, als auch in Uber und habe mir da einfach ein paar Sachen angeschaut. Ich bin natürlich gefahren zu Borsheim. Borsheim ist der Juwelier, der zu Warren Buffett gehört. Da gibt es am Freitag, ich glaube ab 16 Uhr, ein Aktionärstreffen. Da gibt es Mengen, da gibt es Rabatte für die Aktionäre, große, große Zelte aufgebaut und so.
Ich war beim letzten Mal am Vormittag schon da, habe mir das angeschaut. Es ist ein ganz simples, kleines Einkaufscenter. Das ist nicht allzu groß, ne? Das kannst du dir da anschauen. Und das wollte ich einfach mal gesehen haben. So, dann bin ich natürlich gefahren zum Nebraska Furniture Mart. Das ist dieses, ich sag's mal, Möbelhaus, was Warren mal gekauft hat vor vielen, vielen Jahren. Möbelhaus trifft es nicht, Kleinstadt würde es wohl eher treffen. Ein riesiges Teil. Also da gibt es alles, ne? Da gibt es nicht nur Möbel, da gibt es Elektronik, da gibt es Sportgeräte, da gibt es wirklich alles. Das muss man gesehen haben, wenn man sich für das Thema interessiert. Okay, da muss man einfach gewesen sein. Und dann kannst du auch, wenn du mit dem, jeder, der zu diesem Zeitpunkt als Uber-Fahrer oder Lyft da rumfährt, der weiß es auch, dann fahr halt einfach mal, lass dich mal zum Haus von Warren Buffett fahren. Guck das einfach mal an. Ne? So, das kostet dich $5 oder so, wenn er da mal einen kleinen Schlenker macht. Und dann guck dir das mal an, mach ein Foto halt und so, dann hast du das. Und ich bin dann von der Innenstadt aus, ich bin dann einfach in die Innenstadt gelaufen, weil mein Hotel war jetzt nicht so weit weg. Und dann bin ich einfach mal zu dem Bürohaus von Warren Buffett gelaufen. Da läuft man halt mal vielleicht eine halbe Stunde oder irgend sowas. Ne? Das ist jetzt nicht sonderlich tragisch. Und da kriegst du halt auch so ein bisschen mit, wie ist Omaha. Omaha ist eine sichere Stadt. Also sieht zwar nicht an jeder Ecke so wahnsinnig toll aus, aber es ist eine sichere Stadt, kann, glaube ich, nichts passieren. Und dann guck dir das einfach mal an, lauf da einfach mal hin, lauf da ein bisschen rum. So, dann ist am Freitag, öffnet schon im CenturyLink Center, öffnet schon diese, man muss schon sagen, Verkaufsmesse. Ne? Es ist eine Verkaufsmesse, wo alle Firmen, die zu Warren Buffett gehören, sich präsentieren. Also angefangen von NetJets, also wenn du sagst, okay, du willst einen Private Jet dir mal einen Anteil kaufen, kannst du da hingehen, bis zu Sears Candies und Borsheims und alle möglichen. Ne? Ich glaube Reebok gehört ja zu denen. Ne? Ich glaube Reebok, Klamottenfirmen, Fruit of the Loom, alles Mögliche. Um da reinzukommen, beziehungsweise an dem Tag kannst du auch dann deine sogenannten Credentials abholen. Credentials, das ist quasi deine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Und das Einzige, was du da brauchst, ist einen Nachweis, dass du Aktionär von Berkshire Hathaway bist. Und da genügt theoretisch und auch praktisch eine einzige B-Aktie. Die B-Aktie kostet jetzt knapp unter $200 aktuell. Das heißt, du musst einfach nur einen Kontoauszug mitnehmen, druckst du dir halt einfach vorher aus, ne? Sagst halt hier Open Positions und dann muss irgendwo auch stehen Berkshire Hathaway und dann muss deine Adresse oben drauf sein und du musst einen Lichtbildausweis mitnehmen, das heißt deinen Pass, deinen Führerschein oder sonst irgendwas und dann bekommst du da deine Credentials an dem Tag, da sind verschiedene Dinge drin, so ein Badge, was du umhängen kannst und so, damit du eben Zugang hast zu dieser Hauptversammlung. Und dann gehst du ganz einfach an dem Samstag, gehst du dann einfach zu diesem CenturyLink Center. Da gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt also, frühes kommen sicher die besten Plätze. Ich glaube, die ersten stehen dann nachts ab um 2 oder um 3. Das habe ich jetzt persönlich nicht gemacht. Ich war, glaube ich, so früh 5:30 etwa da. Und wichtig ist, dass, weil ja dann früh dieser Film losgeht, ich glaube, 8 Uhr, 8:30 Uhr, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Und da solltest du dann drin sein. Ne? Also, weil das ist wirklich toll, weil diesen Film gibt es nirgendwo sonst zu sehen. Den gibt es nur während dieser Hauptversammlung zu sehen. Der wird nicht im Netz veröffentlicht. Den gibt es nirgendwo und der ist schon witzig gemacht. Also, den gibt es jedes Jahr aufs Neue. Und der ist schon witzig gemacht. Dann Tipp von mir, wenn du Wert auf einigermaßen vernünftiges Essen legst, nimm was mit. Also, du darfst, glaube ich, keine Glasflaschen mit reinnehmen, aber Essen kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, hol dir vorher was Vernünftiges zu essen, weil da drin gibt es wirklich nur, meine persönliche Sicht, nur Müll. Ne? Also da gab es nur Chips und irgendwie ganz schlimme, da gab es nicht mal Burger gab es da, ne? Sondern so Nachos und also nur wirklich ganz, ganz schlimmes Zeug in diesem CenturyLink Center. Furchtbar. Cola ist gut, ne? Die kannst du dir holen. Aber vom Essen her, das war nicht gut. Ne? Also das war wirklich aus meiner Sicht heraus sehr, sehr schlecht und deswegen, ich werde mir dieses Jahr definitiv einfach da was mitnehmen, weil die Hauptversammlung, die geht schon den ganzen Tag. Ne? Die geht schon den ganzen Tag und das, ich glaube, so bis Nachmittag, dann kannst du ja nochmal auf die Ausstellung gehen, also bist du schon den ganzen Tag unterwegs und dann rauszugehen, irgendwo hinzugehen, was zu essen, das ist an dem Tag relativ schlecht, weil so viele Leute unterwegs sind.
Wichtig ist ganz einfach, wenn du irgendwo hingehen willst, dann zum Essen oder so. Wenn du jetzt allein bist, kein Thema, ne? Da kriegst du immer irgendwo einen Platz. Wenn ihr eine Gruppe seid, 4, 5, 6 Leute, dann bestellt auf jeden Fall. Dann bestellt vorher. Es gibt dieses Steakhouse, wo Warren Buffett immer hingeht, dieses Garrett's. Ich persönlich war noch nie da. Alle, mit denen ich gesprochen habe, die schon mal waren, haben gesagt, musst du nicht zwingend haben, zu teuer und nicht gut. Es gibt viele Steakhäuser in Omaha. Ich war in ein, zwei, die waren super. Ich glaube, man muss ja nicht zwingend in das gehen, wo der Warren sitzt und sich dann für das Wochenende das überteuerte holen. Wenn, dann könntest du... Heute ist der 12.04., als ich das Video hier aufnehme. Das ist wahrscheinlich schon ausgebucht. Muss nicht unbedingt gewesen sein. Aber wenn ihr so 3, 4 Leute seid, dann reserviert euch für den Vorabend und vor allen Dingen für diesen Tag. Reserviert euch was. Es ist unglaublich, wie diese Stadt innerhalb von einem Tag voll wird. Also ich bin an dem Freitag noch durch die Stadt gelaufen. Es war nichts los. Und am nächsten Tag hast du nur noch Menschen gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, da kommen 40.000 Leute hin, die sich diese Hauptversammlung anschauen wollen. Und da müsst ihr dann schon ein bisschen euch organisieren. Okay, so, ansonsten, was braucht ihr natürlich, wenn ihr in die USA fliegt? Ganz klar, ESTA-Visum, ja, das müsst ihr beantragen. Gibt einfach ein ESTA, E-S-T-A. Das Visum braucht ihr dringend. Wenn ihr dieses Visum nicht habt, lassen Sie euch in Frankfurt oder wo auch immer ihr losfliegt oder Berlin nicht mal in den Flieger einsteigen. Ja? Also ihr müsst dieses ESTA-Visum haben. Das dauert in der Regel nur einen Tag, kostet ein paar Dollar und das ist quasi, dass die Amerikaner schon vorher mal prüfen, ob du überhaupt ins Land darfst oder nicht. So, dann, was ich empfehlen würde, lade dir im Vorfeld und hinterlege deine Kreditkarten da, wenn du das nutzen willst, die App herunter von Uber, also von diesem Taxidienst und auch Lyft. Lyft mit Y geschrieben, L-Y-F-T. Das sind zwei Konkurrenzunternehmen. Die meisten Fahrer, die ich getroffen habe, fahren für beide. So, das heißt, du hinterlegst deine Kreditkarte, also meldest dich an, lädst dir die App herunter, hinterlegst deine Kreditkarte und dann musst du dir das so vorstellen, du nimmst dann einfach dein Handy und, kann ich mal zeigen, ich habe ja, glaube ich, diese Lyft-App irgendwo oder Uber, wo habe ich sie? Ich sehe ein neues Handy und wieder alles anders. Hier ist Uber. So. Und genau. Also, so sieht es aus. Ne? Hier. Und da hast du einfach dann halt deine Daten hinterlegt. Und dann kannst du gibst dann quasi, wenn du irgendwo stehst, dann sagst du hier, machst du das auf, gibst ein, wo du hin willst. Dann sagt er dir, okay, das sind 5,3 Meilen, kostet 6 Dollar und der nächste Fahrer könnte in 3 Minuten da sein. Und dann sagst du, okay, geil, drückst drauf und dann kommt der Fahrer. So, und dann ist er in 3 Minuten da. Ich habe nur wirklich absolut positive Erfahrungen damit gemacht. Die fanden das alle immer gut. Auch die Fahrer waren immer alle freundlich, Männer, Frauen, ganz, ganz nett. Hat immer toll geklappt. Und dann ist alles schon bezahlt und so. Du kannst ja, wenn du magst, die Amerikaner haben ja gerne ein bisschen Trinkgeld, ne? weil sie natürlich nicht so viel verdienen, gib ihm halt ein toller Trinkgeld, freuen die sich, sind auch sehr nett immer und dann geht's los. Und ansonsten, mehr brauchst du nicht. Ne? Also auch da kein Drama daraus machen, keep it simple und tu das einfach. Okay? So. Und jetzt noch ein kleiner Bonus. Was hat das mit Optionen zu tun? Wenn du auf diese Hauptversammlung fährst, also wer das Video hier sieht und wer auf diese Hauptversammlung fährt und wer dann zum Beispiel, ich mache euch einen Link hier unter das Video von unserem Shop und wer dann ein T-Shirt mitnimmt von uns und das anhat an dem Tag, ne? Also zum Beispiel Keep Calm and Buy Stocks oder Keep Calm and Sell Options oder Aufgeben ist keine Option. Also wer da ein T-Shirt mit hat, ein Foto macht und uns das schickt oder in Social Media das irgendwo postet, ne? Also auf Instagram, auf Facebook oder sonst irgendwo. Wer das also macht oder uns zuschickt, sagt hier, ihr könnt das verwenden mit dem natürlich Hashtag Optionsstrategien, der bekommt hinterher von mir noch ein T-Shirt seiner Wahl geschenkt. Okay? Also, T-Shirt bei uns kaufen, anziehen zur Hauptversammlung und du kannst dir hinterher noch eins raussuchen und dann schenke ich dir noch eins. Für deine Frau, für den Freund, für dich selbst, wie auch immer. Okay, würde mich super freuen. Ich ziehe natürlich auch eins an, ganz klar.
Okay. Und wie gesagt, ich werde da sein. Ihr könnt mir gern über unsere Facebook-Gruppe zum Beispiel schreiben, wer wird in Omaha sein. Dann vielleicht sehen wir uns mal. Man kann jetzt nicht einfach sagen, komm, wir treffen uns davor, weil wie gesagt, stehen 30.000 oder 40.000 Leute. Aber da gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass wir uns mal Hallo sagen. Würde mich natürlich super freuen, wenn der eine oder andere vor Ort ist. Ansonsten für alle, die dieses Jahr aus Zeit- oder Geldgründen oder warum auch immer nicht hinfahren können oder einfach sagen, nee, das ist mir einfach zu weit und der Aufwand ist mir zu groß. Wir werden eine richtig, richtig tolle Reportage drehen. Also wir haben diesmal, das darf ich glaube ich schon verraten, wir haben den Manuel Koch dabei, Börsenkorrespondent aus, der unter anderem ja in New York immer war. Der bringt uns auch in New York ans Parkett. Wir haben einen Kameramann dabei, der das alles macht. Wir werden richtig, richtig geile Reportage, jetzt habe ich schon dreimal das Wort gesagt, piep, piep, piep. Wir werden eine richtig tolle Reportage machen und ich werde natürlich auch ein bisschen einen Vlog drehen und mal live gehen auf YouTube oder Facebook und so, dass ihr also wirklich auch ein bisschen mitbekommt, wie ist das Ganze da. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid, wenn nicht, freut euch auf das, was dann kommt und wir sehen uns wieder nächste Woche. Euch bis dahin alles Gute, tschüss, servus, macht's gut.